Okay, ich würde sagen, wir lassen die Blumen jetzt erstmal für eine Weile. Jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren, wie ich das andere restliche Zeug mache. Und dann. Das heißt, die tun wir erstmal ablegen. So. Und. Ach so. Ich nehme mal das hier nochmal mit. Nee. Okay. Ich muss erstmal gucken, wie ich alles Mögliche mache. So, jetzt machen wir, lassen wir mal das so ablegen. Mensch. Nein! Ich habe wieder ein Geschenk. Oh, das ist ein Orangenbaum. Ah, da hinten. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen normalen Baum finden. Also ich brauche nochmal Frucht. So, jetzt nehmen wir mal die Scheißfrucht mit. Ich habe keinen Bock, jetzt ständig hin und her zu laufen.
Mal gucken. Was ist das für ein Baum? Ein normaler Baum, glaube ich. Ja. Dann. Zack. So. Jawohl. Kommt der hier weg? So. 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 So, belassen wir das jetzt. Okay, ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich auch nichts mehr. Ach so. Ja, jetzt wird wieder kritisch, ne? Okay. Okay. Ab hier sind ja die hier, dann machen wir hier. Na, ich glaube, hier wird kritisch. Mal vielleicht hier hin. So. Ja, hier wird dann auch blöd. Also wir machen mal da zwei. Hier machen wir auf jeden Fall ein. Ich glaube hier ja. Ich glaube, hier ist gut. Aber jetzt lassen wir mal das, belassen wir das mal so. Die Kürbis hätte ich jetzt eigentlich gesagt, hier. Probieren wir es einfach mal. Okay. Ich weiß halt nicht, ob die
ob man die hier einpflanzen kann, das muss ich mal gucken. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob die hier wachsen. Wäre aber eigentlich cool, wenn es gehen würde. So, dann könnte man mich hier noch einmachen. Hier wird dann noch ein Orange sein. Und dann mach mal hier. Moment. Hier, so. Dann haben wir jetzt zwei, da zwei. Und dann machen wir doch einfach hier, wo man keine hinpflanzen könnte. Aber hier ist ja auch blöd wegen dem Wasser, ne? Wenn ich die jetzt hier pflanze. Man kann ja eigentlich auf der nicht drüber laufen. Okay, ich probiere es mal und mal gucken, ob es dann blöd wird oder nicht. Jetzt gucken wir mal. Es wäre eigentlich schon ganz nice, wenn das hier funktionieren würde. Mal schauen, ob das geht und gehen wird oder ob die nicht wachsen. Wir werden sehen. Na, hier, okay, hier ist es zu nah. Hier ist zu nah und hier weiß ich nicht, ob es stören wird. Wir werden sehen. Ansonsten werden wir hier nochmal eine Ecke machen. Jetzt gucken wir mal, ob die überhaupt wachsen da. Mensch, hör mal auf mich zu erschrecken. Und wir brauchen noch eine Stelle für Kürbisse. Ich will das dann einfach mal behaupten. Hier, oder? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee. Und zwar, hier. Ah, okay, lass mal den. Lass mal den frei, machen wir hier auf jeden Fall den hier. Und eins weiter rüber. Nochmal ein. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt lassen wir mal das so. Ich lege hier das Ding hier ab. Ablegen. So. Mal gucken, ob die überhaupt da wachsen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Gießkanne. Eine Gießkanne. So, jetzt tun wir mal erstmal alles gießen. Mal gucken, ob, weiß nicht, ob bei Sand das sinnvoll ist, aber keine Ahnung. Bin jetzt überhaupt getroffen. Jetzt haben wir ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob bei Sand das sinnvoll ist, das zu gießen, keine Ahnung. So.
So. Lassen wir das mal so. Gut. Dann sammle ich mal noch das Zeug an, was hier auf dem Boden rumliegt. Ist ja voll. Jetzt gucken wir dann später, was man mit dem ganzen Zeug hier machen. Ich glaube, sonst liegt nirgendwo mehr Holz rum. Gucken wir mal. Hier. Da liegt Holz. So. Also, wir haben jetzt eigentlich hier holzmäßig jetzt alles gesammelt. Wir würden jetzt, ich würde jetzt noch zum Shop gehen und gucken, ob ich da irgendwas kaufen kann. Und das Restliche machen wir dann auf jeden Fall später, so das Holz hacken und alles mögliche, vielleicht nochmal Bäume wegtun und so weiter und so fort. Das sehen wir dann einfach. So, dann legt man das mal ab. Werden auch dann später noch Sachen basteln, bauen und so weiter und so fort. Das machen wir alles erst später. So. Nein. Nein, Alter, jetzt kriege ich eine richtige Magie. Jetzt. So, dann noch. Ja, eins nehme ich mit. So. Dann gehen wir mal schön zum Shoppen, gucken mal. Oh, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Ein Skelett, den kann man schon mal hier hinstellen. Der wird hier gut aussehen. Hier auf die Seite platzieren. So, perfekt. Dann gehen wir mal zum Shop. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen, denke ich. Offline und dann sieht man sich später wieder. Mal gucken, was ich dann spiele oder ob ich noch das gleiche spiele oder was anderes. Sehen wir dann einfach. Also, hast du an dieser Stelle, hast du einen Platz für das Camping-Ding für den Eugen gefunden? Haben wir auf jeden Fall geschafft. Auf dich ist es wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Übrigens, Lopez, sammelst du auch fleißig Nockmeilen? Es besteht natürlich keine Eile, aber irgendwann wirst du die Umzugsgebühren bezahlen müssen. Ich berate dich gerne, wenn du Tipps zum Sammeln von Ma Meilen brauchst. Ich sprich mich jederzeit drauf an. Oh, das machen wir auch noch geschwind. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Da ist nix. Dann tun wir, was zum Verkaufen haben wir nix. Wir gucken mal, ob wir was kaufen können. Nee, falscher Knopf. Also die, no, no, die Meilen haben wir ja wirklich so verdient. Wir haben da ja nicht jetzt irgendwie Geld stibitzt oder so. So jetzt, wie, man, wie ich es jetzt mit den Sternis gemacht habe. Deswegen machen, zahlen wir das auch gleich. Bei einem Haus später werde ich nicht alles abraddern und direkt alles zahlen und so. Das lasse ich mir dann schon genug Zeit.
So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall das Ding hier mit. Und das hier nehmen wir mit. So. Und hier. Was ist das? Medizin? Okay, das haben wir noch gar nicht. Und dann müssen wir noch hier diese Dinger kaufen. Da habe ich die schon gemacht. Wackelaxt und Wackelgießkanne. Ich guck mal geschwind. Ich glaube, ich habe das ja schon, ne? Wackelaxt, Gießkanne und Wackelaxt habe ich alle schon. Ey, geil, ich habe voll den geilen Dings für Dings. Dings für Dings. Für den Bart, Alter. Das wird auf jeden Fall mein Bart. Gut. Dann tun wir noch die Nockmeilen einsammeln und danach bezahlen wir auch die Nockmeilen, die wir schulden. Hier Obstbauer, da haben wir jetzt schon fast alle. Muss gerade überlegen, welches habe ich denn nicht? Irgendeine Frucht haben wir nicht. Ach, die Kokosnuss fehlt, glaube ich, noch. Aber warum wurde die nicht gezählt? Aus irgendeinem Grund wurde die Kokosnuss nicht gezählt. Wahrscheinlich bestimmt ändern, weil die an den Stellen sind, wo die nicht wachsen. Wir werden sehen. So, es gibt noch irgendwas zum Einsammeln. Ah, hier. Griff nach den Sternis. Je mehr Sternis du hier ausgibst, desto mehr kommt die Wirtschaft in der Insel Schwung. Ja. Und zusätzlich kannst du mit jedem Einkauf noch Nocktmeilen sammeln. So. Da ist noch was. Ballonschütze. Es ist ein Rätsel, wer die Ballons mit Geschenken über unsere Insel fliegen lässt. Aber das muss uns nicht kümmern. Hol viele davon vom Himmel und verdiene dir Nockmeilen. So. Dann bezahlen wir die mal. Was darf's sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. So, wir bezahlen die Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Gerne, es steht noch 5000 Meilen zur Verfügung. Vielen Dank, das macht exakt 5000 Meilen. Und damit ist dein Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide, Ja, du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte Besseres geben? Oh, das war keine rhetorische Frage. Lass sie mich umformulieren. Wie gefällt dir dein Zelt? Oh ja. Eigentlich gerade noch in Ordnung, muss man sagen. Oho, ganz okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht dafür. Zuvor verlassene Insel, Gemeinsam machen wir aus diesem unwirklichen Ödland dieses Inselkleinort ein wahres Paradies. Aber wir dürfen uns nicht auf Erreichtem ausruhen. Vielleicht könnten wir noch mehr tun. Ich schätze, es ist an der Zeit, über den Bau von Eigenheim zu sprechen. Ja. Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen an einer solch abgelegenes Örtchen. Und ich fürchte, dass sich das überwiegend dieser Hindernisse direkt auf den Baukosten auswirkt. Aber mit null Zinsen Darlehen und Lachsen, was und Lachsen, aha, Rückzahlungsvereinbarungen ist alles möglich. Also Lopez, lass es mich wissen, wenn du Interesse an neues Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service
Service zum Einlösen von Nockmeilen. Im Nockportal kannst du für deine Meilen viele interessantere Dinge erhalten. Schaut es dir demnächst einmal an, ja? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Stimmt, das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Hier Sachen gekauft. Wir hatten ja gestern noch kein Geld, um da was zu bestellen. Das könnten wir aber nachholen. Umzug abgezahlt. Danke für das Abzahlen für das Frei für die Inselpakets. Dafür darfst du dir ein herzhaft auf die Schulter klopfen und diese Nockmeilen hier annehmen. So. Schauen wir uns gratis noch an zum Schluss. So. Ach so, man muss erst ein Haus haben, um das hier zu beholen. Okay. Aber diese Sachen bekomme ich, okay. Ja gut, das schaue ich mir dann doch mal ein anderes Mal. Das hauen wir dann an, wenn ich eine Wohnung habe. Dann gehen wir mal zum Shopping rüber. Immer noch diese Befristung. Dann gucken wir, dass ich morgen das hier hole. Okay. So. Binikane2, vielen Dank für deinen Follower. So, dann war es das auf jeden Fall für heute. Also für heute, für jetzt. Später heute Abend komme ich ja nochmal. So. Nee, ich mach jetzt Essen. So. Ja, kleiner Moment. So, Versandsfan. Nur weil man auf eine einsame Insel lebt, muss man noch lange nicht auf den Luxus verzichten. Nutze jetzt Nock Shopping und sammle dabei Meilen. So. Oh, da war noch eins. Darunter. Hier. Griff nach den Sternis. Das haben wir ja schon vorgelesen. Das lese ich jetzt nicht jedes Mal vor.
So. So, finito. Gut, dann gehe ich jetzt noch gerade raus. So. Dann. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Animal Crossing New Horizons.